Wir sind wieder zurück bei FIFA 15 Karriere und es geht weiter mit der Saisonvorbereitung, mit dem Transferfenster Sommer. Und wir haben ja schon den ein oder anderen neuen Spieler in unserer Mannschaft zu begrüßen. Und da schauen wir uns mal gerade an hier. Zum Beispiel Öztunali. Heißt er Öztunali oder Öztunali? Das ist jetzt wieder so ein Spieler, wo ich es wieder nicht weiß, weil ich einfach nur, ja, egal. Junusovic von Werder Bremen, die sind ja abgestiegen in die zweite Liga, den haben wir auch am Stissel. Und Bandowski, ausgeliehen von Borussia Dortmund, ist auch am Start. Und wir haben auch noch Patrick Weyre. Heißt er Patrick? Warte, Moment. Muss ich gucken, bevor ich mir da wieder was anhören darf. Ne, warte mal, wollte ich gar nicht. Hier und dann... heißt er Patrick? Das steht hier gar nicht. Toll. Naja, halt Weihrauch, ne? So heißt der Spieler, den wir uns noch gekauft, beziehungsweise haben wir den gekauft? Boah, das ist jetzt wieder so eine Geschichte, das weiß ich jetzt schon wieder gar nicht. Naja, wir haben ihn auf jeden Fall am Stissel und ist so ein kleiner Alex Meyer Nachfolger irgendwann mal vielleicht, genau wie Stendera oder Kittel. Und wir sind eigentlich soweit auf den ganzen Positionen jetzt relativ gut besetzt. Wir bräuchten jetzt noch einen Stürmer, weil wir uns dann vielleicht doch entscheiden, Valdes zu verkaufen. Und ja, vielleicht doch nochmal einen Rechtsverteidiger und einen Innenverteidiger. Einen nominell guten, einer, der halt eben gut Zambrano oder Anderson ersetzen könnte. Deshalb gucken wir nochmal kurz auf die Transfer-Dingens hier. Und dann muss ich mal nebenbei noch die Kommentare vom letzten Video aufmachen. Weil da waren ja ein paar ganz gute Tipps dabei, letztes Mal schon. Dann checke ich das gerade mal kurz. Warte mal hier, boah, 391 Kommentare, ist echt krass, wie FIFA-Karriere abgeht, das freut mich echt. So, Innenverteidiger. Suche ich am besten mal nach, warte mal, hier ist ein RV, Paul Verhaag von Augsburg. Tim Klose, ja. Westergaard. Irgendwas, aber dann könntest du dir Bernard holen. Ja, der wird zu teuer sein, schätze ich mal. Louis Holtby, ja, ist auch, das ist nicht so wirklich. Fabian Scheer vom FC Basel, den habe ich auch schon öfter jetzt gehört. Scheer, haben wir den hier? Fabian Scheer, da ist er, 23. Machen wir einfach mal eine Anfrage an den FC Basel. Und dann wollte ich noch einen Innenverteidiger, der ist auch richtig, richtig Bombe. Aber ich schätze mal, der wird... Also das ist ein Spieler, für den würde ich bis zu 6 oder 7 Millionen ausgeben. Mustafi. Skodran. Ich komme mit dem Vornamen nie klar, aber Mustafi, ein deutscher Nationalmannspieler. Kann man ja einfach mal probieren. Zufrieden und spielbereit. So, und an Sachen Rechtsverteidiger. Ja, eigentlich haben wir ja Chandler, ne? Der ist eigentlich... Eigentlich ist der echt okay. Was haben wir hier noch? RV-Position, Ersatz für Eigner als Ersatzspieler. Jonathan Schmid vom SC Freiburg, Bellarabi. Ja, da muss ich mir ein paar mehr Kommentare anzeigen lassen hier. So. RV. R- und V-Versicherung. Herr Paul Verhaag von Augsburg wird zu teuer werden, schätze ich mal. Vermeer? Nee. Warte mal. Verhaag. Paul Verhaag, da ist 31. Okay, ist natürlich schon... Das ist ein Alter, hör mal. Nein, das ist mir zu alt, ehrlich gesagt. Wir können ja mal gucken, wenn wir das hier mal zurücksetzen komplett. Dann Defense und RV. R- und V-Versicherung. Ich mache das jetzt die ganze Zeit. Vielleicht ist er hier mal auf der Transferliste. Aha. Von Swansea. Hornschuh ist auch auf der Transferliste. Okay. Warum? Ist da irgendein bestimmten Grund? ich guck mal gerade, warte mal. Ich habe auch so eine Seite empfohlen bekommen, das hätte ich vielleicht mal vor der Folge machen sollen. Bevor die wieder elendig lang wird. Und ich hier nur Dinge tue, die eh keinen interessieren. So, warte mal. Position. Was ist ein RB nochmal? Ist RB tatsächlich... Ich glaube, das müsste Verteidigung sein, ne? Hoffe ich. Chambers. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo sieht man denn? Total. Age. Ich müsste halt wissen, wer sich da am besten entwickelt. Oder halt junge Spieler, die gut sind. Wir können auch gerne mal bei Barcelona 2 vielleicht mal gucken. Die sind ja auch immer... Die haben ja auch sehr große Talente am Start. Wo ist denn das? Liga? Das ist die zweite spanische Liga. Wo ist denn die Liga BBVA hier? Die heißt ja anders, ne?
Ne, warte mal, Liga BBVA. Adelante, genau. Und Team ist Barcelona 2. Hier, also B. Barcelona B. Keine Spieler gefunden, was? Haben die keinen Rechtsverteidiger? Okay. Gut, dann gucken wir halt nur mal so nach Spielen. Willst du mich verarschen? Hab ich irgendwas falsch eingegeben? Ach so. Ja. Das erklärt's. Adama. Beknack. Frank Beknack. Champions. Da haben wir einen RV. Da ist auch noch einer. God's Will. Können wir nicht mal in der zweiten Liga gucken? Warte mal, wir gucken mal in Liga 2 in Deutschland. Warte mal, hier zweite Bundesliga. So, und dann gucken wir mal. Defense und Rolle. Nein, Defense und Rolle ist RV. So. Gucken wir mal. Martin Anga. 21, ja. Berzel. Aaron Berzel von Darmstadt 98. Ach, Timo Fröhlich. Ach, guck mal. Ach ja, Clemens Fritz, ja. Das ist echt ärgerlich. Gut, ich weiß nicht, ein RV können wir ja später auch einfach nochmal gucken. Ich glaube, ihr könnt mir ja mal unter dieses Video, wirklich nur unter dieses Video, einfach nur mal RV, also rechte Verteidiger, mal ein bisschen posten. Einfach mal gucken. Einfach mal drunter posten, wirklich nur rechte Verteidiger. Stürmer und sowas haben wir genug. Da braucht er gar nicht viel für posten. Ach guck mal, da will wieder jemand mal Juka haben. Nein. Sticht nur gerade nein. Und ihr habt ja auch gesagt, wir sollen tatsächlich, was wollen die denn? 15 Millionen! Was? 32 Millionen! Willst du mich verarschen, Alter? Ah, was geht mit denen denn? Es läuft falsch in eurem Leben, Alter. 32 Millionen, ihr könnt mich mal. Alter. Was ist los mit den Leuten? Okay, wir brauchen eine neue Alternative für die Innenverteidigung. Das ist dann doch etwas härter gewesen, als ich gedacht habe. Alter, 32 Millionen für Mustafi, ernsthaft? Ist doch nicht wahr. Okay, suchen wir einfach mal so, da wird dann wahrscheinlich die Suche zu groß, ne? Ne, geht sogar. Ach, warte mal, ich hatte einen Spieler, wurde mir genannt, aus Düsseldorf. Warte mal, da sollte ich ja mal nachgucken. Bolli, ne, Bolli war das nicht. Boop, 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 boop. Ach ne, die sind ja jetzt hier mittlerweile erste Liga. Ja, das wird natürlich schwer, weil die wollen ihre Spieler natürlich jetzt auch nicht loswerden. Nee. War der von Düsseldorf? Wie hieß der denn jetzt? Scheiße. Ich müsste mir sowas halt echt mal notieren. Warte mal, dann suche ich mal hier nach IV. Ja, Fabian Scher, wie gesagt, würde ich gerne. Aber kannst du echt vergessen. Ja, der wurde mir zwei, dreimal genannt. Aber das ist... Nee, das will ich nicht ausgeben, ehrlich gesagt. Zivkovic, IFA, Marian Sarr vom BVB. Marian Sarr, warte mal. Marian. Vielleicht einfach nur seinen Nachnamen eingeben sollen, wäre vielleicht einfacher gewesen. So, und dann hier ist Sarr. Ja, der hat jetzt schon echt gute Werte, ne? Gut, ich hätte halt gerne jemanden jetzt schon gehabt, der jetzt schon auf der, einigermaßen so auf der Höhe von Zambrano und Dingens ist. Hier, wie heißt er? Wen haben wir denn noch? Zambrano und Felipe. Weil halt einfach aus dem ganz einfachen Grunde, wir haben ja auch Kin Zombie, ja, der könnte ja theoretisch gesehen auch dann Verteidigung spielen. Das wäre ja kein Problem. Ich guck mal, ob wir vielleicht Valdez setzen wir, glaube ich, tatsächlich doch auf die Transferliste. Ihr habt mich überzeugt. In den Kommentaren. Warte mal. Saison. Nein, Büro. Transfers. Und dann Spieler suchen, Spieler verkaufen. So, also über Özunali bin ich ja echt mega, mega glücklich, ne? Das ist krass. Ach, Bandowski und Weihrauch sind geliehen, genau. Und den anderen haben wir ja nicht gekriegt. Den wollten sie uns ja nicht verkaufen, die Pisser. Die Bayern. Auf Transferliste setzen. So. Was? Wer hat Interesse? Köln hat Interesse, stand da gerade. Jetzt haben wir die ganzen Angebote abgelehnt, jetzt kommen bestimmt keine mehr, jetzt will ihn keiner mehr. Alter, dass Bayern sich jetzt auch noch Falcao hier holt, ne, das ist, boah. Soll das nur werden? Für Mayuka natürlich schon wieder. Von Torino, nein. Vergisst es, Leute, vergisst es. Mitchell Weise, ach, haben wir den jetzt doch gekriegt, oder was? Ach so.
Ja gut, dann haben wir damit jetzt unseren offiziellen Ersatz für Stefan Aigner. Das ist natürlich schön. Und Shaqiri wechselt nach Liverpool, cool. Oh, Nelson Valdez hat das erste Angebot bekommen von Stuttgart. Für 3 Millionen gehört er euch. Also ein bisschen Geschäft will ich ja auch noch machen. Bin ich ganz ehrlich, 3 Millionen, bin ich zufrieden. 3,5 Millionen für Saar. Naja, wir geben das mal ab, das Angebot. Und wenn sie es akzeptieren, ist gut, dann hätten wir das, was wir vielleicht für Valdez kriegen, hätten wir das quasi wieder ausgeglichen. Aber 3 Millionen ist ein Angebot, ey, das ist krass. Wir haben angefangen, einen gründlich überdacht und entschieden, es zu akzeptieren und das Geschäft damit perfekt zu machen. Ja. Gut. Freut mich. Real Madrid verpflichtet Thomas Müller für 60 Millionen. Alter, was ist denn da los? Gibt's ja gar nicht. Nelson Valdez hat noch ein Angebot bekommen. Ja, das lasse ich erstmal offen. Weil so wie es scheint, ist er ja mit Stuttgart einig. Also es riecht zumindest nach einer Einigkeit zwischen Stuttgart und Valdez. FC Zürich bietet schon mal 2,7 Millionen, ja. Okay. Torino 6, ja, ich lehne die mal alle ab hier gerade. Wie gesagt, wenn da nochmal neue Angebote reinkommen, wenn Stuttgart ihn jetzt doch nicht will. Die haben das akzeptiert, guck mal. Da mal 30 Millionen, so 4 Jahre und was ist der künftiger Stammspieler? Dann ist er hier Rotationsspieler einfach. Voll das Bubi-Gesicht mit 20. Naja. Alter, das mit Müller ist krass. 60 Millionen, boah. Das ist richtig krass. Majuka und Trapp. Zwei Leistungsträger, die wir auf keinen Fall verkaufen. Aber guck mal, 4,4 Millionen. Das Angebot geht immer mehr in die Höhe. Majuka war letzte Zeit in guter Form und hat letzte Saison beinahe den goldenen Schuh gewonnen. Nee, ich will aber gar nicht einwilligen. Der bleibt. Ich glaube, es geht los. Alter, Barcelona will Trapp. Oh, ich will den nicht verkaufen. Das ist echt schwer. Hat er eigentlich jetzt unser Angebot angenommen? Oder hatten wir dem überhaupt eins gegeben? Warte mal, Verträge? Warte, wo ist ein Trapp? Trapp, da ist er. 3 Jahre. Ey, der hat angenommen. Cool. Mega. Ah, das ist geil, immer. Ja, freut mich, dass er noch ein bisschen länger bleibt, der gute Trapp. Trotz dieser ganzen Angebote. Übel. So, jetzt müsste auch so langsam dann mal das erste Testspiel kommen. Angebot für Majuka. Nein. Ich mach mal künftige Untersagen. Wie ihr schon gesagt habt, dann sparen wir ein bisschen Zeit. Spieler verkauft. Nelson Valdez ist zum Stuttgarter VfB Stuttgart gewechselt. Ja. Das ist geil, immer. So, wie gesagt, eigentlich müsste so langsam das erste Testspiel anstehen. Angebot akzeptiert. Supi. Herzlich willkommen, lieber Saar. Und wie gesagt, wir haben jetzt 500.000 von dem Geld nur abgegeben, von unserem Eigenkapital quasi. Das geht steil, das ist okay. Und noch ein Transferangebot für Kevin Trapp. Diesmal ist es Sevilla, die bieten sogar 16,5. Krass. Ja, und Trapp ist auf jeden Fall auch mehr wert als nur 16. So, ich glaube, um das ein bisschen zu beschleunigen, Transferangebot für Trapp, auch hier mache ich jetzt mal künftige Angebote untersagen. Der ist 3 Jahre gebunden an uns und von daher will ich da gar nicht weiter nachhaken. Um das jetzt mal ein bisschen zu beschleunigen hier, weil ich jetzt unbedingt noch das Spiel einbinden will, spulen wir jetzt mal vor bis zum Testspiel gegen Udine. Oder ist das Udine oder Udinese? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Was weiß ich ja nicht. So, zurück. Und dann machen wir das Spiel spielen. Was? Oh, haben wir noch einen verletzten Spieler auf der Bank? Ach ja, Hasebe ist verletzt. Okay, wen nehmen wir denn dafür mit? Wir nehmen mal Saar mit. Mitchell Weiser würde ich auch gerne mal mitnehmen. Da lassen wir Jakba mal für da. So. Joa. Ich will jetzt nicht das komplette Mittelfeld austauschen, deswegen lasse ich Aigner mal so, wie er ist.
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock drauf. Und ich glaube, für das Testspiel stelle ich jetzt einfach mal die Spielzeit ein bisschen runter auf 5 Minuten. Ja, bei Testspielen ist das, glaube ich, okay. Die sind ja jetzt auch nicht so mega spannend, dass du da irgendwie groß, ja, geil, Testspiele, geil. Ich will dann so langsam auch mal mit der richtigen Season loslegen und wahrscheinlich wird es aber so sein, dass nächste Woche nochmal 2 oder 3 Folgen kommen. Auf jeden Fall noch ein Testspiel kommt. Und nächste Woche wahrscheinlich dann doch eher am Samstag, weil 3 Folgen jetzt nochmal das Ganze zu bringen wie hier gerade, das ist ja auch Schwachsinn. Und dann wird wahrscheinlich nächste Woche Samstag, Sonntag nochmal Vorbereitung kommen. Also das heißt, Vorbereitung heißt halt eben nochmal Spielertransfers und das andere Freundschaftsspiel noch. Und dann wird es heute in 2 Wochen quasi losgehen mit der richtigen Saison, wenn die echten Fußballer dann auch wieder loslegen in der Bundesliga. Und wir legen jetzt mal los mit dem ersten Testspiel. In der neuen Saison. Und mal gucken, wie sich unser neues Team schlägt. Ich bin sehr gespannt. Jetzt bin ich natürlich viel nur Ultimate Team gewöhnt. Aber es klappt auch so. Sauber. 1-0. Cutlets und Mayuka. 1-0 für die Frankfurter. Schönes Zusammenspiel. Ja, und Mayuka macht da weiter, wo er aufgehört hat. Das ist krass. 2 Minuten hat es nur gedauert. Super. Sehr, sehr schön. Boah, voll vorbeigerannt, scheiße. So, Özunali da am Start. Vorsicht. Ah, das ist ein Foul. Ja. Was? Kein Foul? Okay. So, Özunali. Ah. Alter, Cutlets, krass. Ah, war abseits. Bäh. So, schöner Kopfball. Und rauf da, komm. Eigner gegen Amero. Schöner, schöne Grätsche und den kriegt er noch. Sehr gut. Ah, an sich gut durchgesetzt, aber dann so ein bisschen die Balance verloren. Meier ist natürlich... Weiß nicht, ob Meier sich in dem Dingens noch durchsetzen wird. In dem Team, das wird natürlich schwierig für ihn. Vor allem halt auch mit Weihrauch und so. Ach, kein guter Ball von Mayuka. Das geht aber besser, hör mal. Nein! Und Bandowski! Boah, super. Super gemacht von Bandowski. So. Ah, das war eigentlich einer Vereigner, aber irgendwie hat das nicht geklappt, hör mal. Schön. So, und auf Cutlets. Ah, ja, da wollte ich mal ein bisschen was probieren. Mit dem Juten Vaclav. Vaclav. Vaclav heißt er, nicht Vaclav. Ah, schade. Ja, wir haben das Team auch ein bisschen verjüngt, muss ich sagen. Mit der Reinnahme von Özunali und mit Bandowski und so. Haben wir so eine kleine Verjüngungskur quasi. Und Mayuka, der ist ja auch noch nicht so alt. So, Flanke, komm. Super, auf Junuzovic. Schön zurückgelegt. Und Öztürkali, ja. Und das hat ja ein schöner Funfact mit in den Kommentaren. Das ist der... Was jetzt, der Neffe? Er ist auf jeden Fall über 3 Ecken mit Uwe Seeler verwandt. Aber ich schätze halt mal nur, weil er halt wahrscheinlich die... Was weiß ich, ist das dann... Die Freundin ist die Tochter von Uwe Seeler oder so, schätze ich mal. Irgendwie sowas. Schöner Ball. Aufpassen. Philippe Stark. Also wenn alle Einkäufe, die wir hier getätigt haben, so gut einschlagen wie Philippe, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Oh, zu früh abgeschlossen. Oder halt auch Mayuka. Der hat ja auch mega eingeschlagen. Das war mösitastisch. Und das war abseits. Eigner. Meier. Und, oh, Mayuka kommt aber noch hin. Nein, kommt er nicht. Damn it. Und Eigner, komm. Ha! Was? Krass. Boah, Eigner, was ist los mit dem? Übel.
Okay, da müssen wir hinterher. Am besten mit Junuzovic bei Meier, der kriegt den eh nicht. Stark von Junuzovic. Schön. Das will ich sehen, hör mal. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, der war draußen, sehr gut. So, Bandowski mit dem Einwurf. Und Meier relativ weit hinten. Was ist denn da los? Und Chandler, der ist eigentlich... Also eigentlich gefällt mir Chandler als Rechtsverteidiger echt gut. Er hat sich ja auch gut durchgesetzt gegen Ignowski dann in der letzten Saison. Das war ja dann... Oh, unser Stammrechter Verteidiger. Schade. Da hatte der gute Ignowski ja null Schnitte quasi gegen. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht doch nochmal zur Sicherheit einfach nochmal einen nachkaufen. Wobei, ich weiß nicht, Mitchell Weiser könnte der theoretisch gesehen doch auch mal rechte Verteidiger aushelfen. Ich weiß nicht, so rechtes Mittelfeld ist für mich mittlerweile so, die müssen alles können. Cutlets, oh. Ja. Hätte ich wieder gehen können, ich weiß. Ja, also irgendwie ist das für mich so, die könnten irgendwie alle rechte Mittelfeldler können mittlerweile auch rechte Verteidigung spielen oder sollten es können. Ich bin da mittlerweile relativ, genauso umgekehrt. Ja, alle rechte Verteidiger müssen auch rechtes Mittelfeld spielen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich aber schon wieder zurück. Musste ich kurz an die Klingel gehen, aber da wir ja hier Karriere spielen, ist das ja kein Problem. Quasi ohne Online-Anbindung. Boah, Cutlets. Ja, ich muss mir angewöhnen, nicht so früh abzuschließen. Also bei Ultimate Team kann man das ja vielleicht noch probieren. Da sind die Werte ja sowieso andere als jetzt hier. Oh, Bandowski ist ganz schön offensiv. Mal einen schönen Ball auf Cutlets, super. Nein! Da, der Pass war zu schwach. Schade. Das hätte aber auch klappen können, nicht wahr? So, Meier. Meier und Majuka. Verdammt. Damn it. Schön. Drauf da, komm. Vorsicht, da unten, Heuberg. Hallberg, nicht Heuberg. Heuberg gibt's ja leider noch nicht. Er ist ja erst 16. Aber vielleicht bauen sie den ja mit dem Update noch ein. Und jetzt ist erstmal Halbzeit. Wir führen 1:0 gegen Udinese Calcio. In Udinese. Nettes Spielchen. Ich meine, da haben wir ein italienisches Trainingslager wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und hier sind noch die anderen Testspiele in der Übersicht. Dortmund 0-0 gegen Malaga. Oh, Malaga gegen Dortmund. Alter, das Champions League Spiel. Boah. Stoke City gegen Schalke 0-0 und führt nicht gegen Marseille. Halt, bevor es weitergeht. Ich möchte ja gerne auswechseln. Wie oft dürfen wir denn wechseln? Steht das hier irgendwo? Eigentlich bei so einem Testspiel, sag ich mal, sind das ja immer 6-mal oder so, ich glaube. Doch, 6-mal müsste es sein, ne? Steht jetzt hier aber gar nicht, wo und wie oft und, naja. Dann bringen wir einfach nochmal Wiser für ihn. Jetzt lass mal ein bisschen die Jugend hier ran. So. Einfach mal gucken, was so geht. Da kommen sie. Saar, Wiser und Weihrauch. Bin ich sehr gespannt. Da bin ich sehr gespannt, was das jetzt wert. Schauen wir mal. Gerade auch Saar in der Innenverteidigung, auf den halte ich ja jetzt echt große Stücke. Bei 3,5 Millionen und jetzt schon 70. Mit 20 Jahren ist das eigentlich eine gute Sache. Gut, wenn ich mir Mario Götze jetzt zum Beispiel angucke, das ist natürlich das absolute Ausnahmetalent. Aber ich will ja auch keinen Götze in der Abwehr haben, ne? Ist ja klar. Junuzovic, muss ich sagen, ist auch extrem gut bis hierhin. Gefällt mir. Vorsicht. Hui. So, Wiser. Heißt der Wiser oder Weiser? Mitchell Weiser, glaube ich, ne? Der ist Weise. Majuka, super. Und Weihrauch. Ah, nicht so gut. Hatten ja auch schon einige gesagt in den Kommentaren. Weihrauch und Bandowski wären jetzt nicht so perfekt. Also würden sich nicht so gut entwickeln. So, Bass. Was, Alter, was habe ich denn heute mit den ganzen Buchstaben? Was ist denn los? Voll die Buchstabensuppe im Kopf. Schöner Bass. So, Chandler. Majuka und Weihrauch. Schön vom Weihrauch. Mal gucken. Mal den Schuss testen, den er drauf hat. Boah. Kann man mal machen, ne? Badu. Ja, schön draufgegangen von Mitchell Weiser. Ich werde mit dem Namen so Probleme kriegen, weil er wahrscheinlich echt Weiser heißt und ich immer Weiser sage.
Aufpassen, Saar. Nicht so gut in der Verteidigung gerade. Schöner Schuss. Boah. Und schöner öffnender Ball. Von, ich weiß gar nicht wem. Bandowski. Im richtigen Moment auf Junuzovic. Und Cutlets. Wer geht im Rückraum? Ach, ich hätte eigentlich gerne jemanden jetzt gehabt, der ja, auf der Meier-Position steht. Da ist eigentlich Weiser genau der Richtige für. Ach nee, Weihrauch. Alter, jetzt muss ich da erstmal drauf klarkommen. Weihrauch wäre eigentlich der Richtige gewesen. Ist ja also ein Mittelstürmer, MS. Der da in der Position vielleicht so ein bisschen für Furore sorgen könnte. So, Saar. Schön, den Ball geblockt. Schön von Weihrauch. Kein Abseits. Ah! Und Junuzovic. Yo! Kann man mal probieren, ne? Kann man mal probieren. Ui, Cassano. Cassano ist natürlich auch ein Bombenspieler gewesen und ich glaube, er ist es auch immer noch. Spielt eigentlich noch Del Piero hier? War das Del Piero, der immer hier gespielt hat? Ich glaube, es war... Oder? Wir hatten einen Spieler gehabt. Nee, das war nicht Del Piero. Irgendein... Oh, Weihrauch! Nein! Ah... Oh. Ärgerlich. Ärgerlich. Naja. Hätte er sein erstes Tor machen können für die Eintracht. Zwar noch kein Pflichtspieltor, aber Tor ist immerhin Tor, ne? Kann man machen. Schön. Also Junuzovic ist echt... Der gefällt mir. Weihrauch. Jetzt, komm. Ah! Was war das denn? Also wenn ich da an Remis in Ultimate Team spielen denke, dann, ne? Gut, ich will jetzt nicht Remis mit Weihrauch vergleichen. Aber trotzdem. Nein. Oh, in der Mitte wäre gerade voll einer frei gewesen. Der hätte so gut abschießen können. Was? So, Majuka und Weiser. Oh. Ja, das ist aber ein Ball, den er eigentlich kontrollieren muss, als Bundesligaspieler. Also, wenn das nicht hier gegeben ist, ne, hör mal. Was denn dann, hör mal? Ne, was ist denn dann noch los? Ich weiß die ganze Zeit, wie der Spieler heißt, der hier so groß geworden ist und der hier Jahre gespielt hat. Das ist ein ganz bekannter. Ich komme aber gerade nicht drauf. Wie heißt der Spieler, der bei Udinese Calcio jahrelang gespielt hat, auch nachdem er schon so große Erfolge schon hatte, auch mit Nationalmannschaft und so? Der ist aber immer seinem Team treu geblieben. Wie heißt der denn? Di Natale heißt er, genau. Antonio Di Natale. Heißt er Antonio? Ich hoffe es. Habe ich gerade wieder zum Affen gemacht. Ich glaube, es war Antonio Di Natale. Oh mein Gott. Wichtig. Richtig wichtig, Alter. Und Mitchell Weiser. Schön. Wunderbarer Ball. Aber Majuka ist so langsam. Und fault den Torwart auch noch. Ja, deshalb gibt es jetzt Gelb. Scheiße. Was los, Alter? Komm her, ich geb dir. Hol schon meine schwarze Alaconda raus, Alter. Muriel ist verletzt. Ist das der Torwart? Ist das deren Torwart, der da verletzt ist jetzt? Wird hier irgendwie lustig. So, Junuzovic. Das ist echt ein super Zweikämpfer und auch wirklich... Ja, guck mal hier. Und Majuka. Oh, was? Nee, der Torwart ist Kedar Wahn oder so. Der ist es schon mal nicht. Wir machen mal einen langen Ball. Junuzovic kann das bestimmt. Boah. An sich die Ecke gut getreten, aber Torwart hat aufgepasst. Bäh. So wie es aussieht, gewinnen wir das Spiel sogar. Ja, wir gewinnen. 1-0. Testspielsieg. Das ist doch eine gute Nummer. Kann man auch zufrieden mit sein, mit dem neuen Team das erste Spiel gleich mal gewonnen. Das ist doch super. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, war es das für diese Woche mit FIFA 15 Karriere. Nächste Woche kommen nochmal zwei so ähnliche Folgen. Also Samstag noch ein bisschen Transfer und sowas. Und am Sonntag dann das andere Testspiel. Und dann geht es ja schon los mit der neuen Saison.
mit der neuen Bundesliga-Saison hier bei FIFA 15 Karriere. Ich freue mich darauf und gebe euch nochmal kurz den Tipp. Schreibt mir einfach mal noch ein paar Innenverteidiger oder rechte Verteidiger in die Kommentare, dass wir da vielleicht noch ein bisschen nachrüsten können. Gerade auf der Rechtsverteidigerposition wäre das gut. Und bitte realistische Namensvorschläge, weil ihr habt ja gesehen, Mustafi und Schah, 16 und 32 Millionen, das ist eindeutig zu viel. Ne? Damit danke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!